Schön, ey. Die Rohre mit Holz, da ist die verdeckt. Also wir können es ja rein optisch mal darstellen. Also ich glaube, die Bewohner haben sich tierisch gefreut, dass du vielleicht so geduscht hast. Leute, willkommen zu einem neuen Video am Freitag. Wenn ihr mehr Lost Places sehen wollt, lasst ein Like da. Wir sind jetzt gerade quasi auf Durchreise und haben hier eine riesen Reihenhaussiedlung quasi gefunden. Reihenhaussiedlung, ich weiß es nicht. Wir gucken jetzt einfach mal, was da drin los ist. Ich würde sagen, es geht los. Der Garten verwildert, die Fenster eingeschlagen. Sieht aber relativ leer aus. Da unten ist auf jeden Fall, oh, da ist auf. Das ist schon groß. Die Frage ist, warum steht quasi, wir sind ja in der Innenstadt, in einem Stadtteil, warum steht so ein kompletter Bau leer? Ist das irgendwie... Ja, ja. Riss da oben, das Riss. Bauliche Mängel. Meinst du bauliche Mängel? Ich würde aber gerne mal was sehen. Kommen wir da irgendwie Rinnenschacht? Oder auch nicht. Ist komplett leer geräumt, Hansi. So, würde ich sagen, ab rein in den Bau. Okay, schon. Ja. Schmiere rein an der Wand. Das Ding schon mal ein bisschen länger leer zu stehen. Gucken wir mal. Ach du Scheiße. Passt mal da? Deutsche Rentenversicherung. Deutsche Rentenversicherung, okay. Ich deck den Namen mal ab. Okay, Wahnsinn. Die ganze Post liegt hier drin. Hier wird einfach eiskalt nachgeschmissen. Die Briefkästen schon aufgeplatzt, hier teilweise aufgebrochen. Das könnte spannend sein. Okay, Eigentümer ist hier eine Wohnungsverwaltungsgesellschaft, sehe ich jetzt gerade hier. Wichtige Informationen. Wartungsarbeiten an Gasleitung, Gaszählern. Da unten. Guck mal da, ganz viele Briefe. 2019, 26. Oktober. Okay, die sind aber schon komplett entfernt, die Dinger, ne? Doch, eine Couch. Eine Heizung abgerissen von der Wand. Capri-Sonne drin. Ja, aber für mich sieht das gerade so aus wie so ein Hotspot für Jugendliche, die so ein bisschen Party machen. Wir haben ja eine Ledercouch. Und wir haben noch eine normale Stoffcouch. Da steht nur noch ein Schreibtisch. Ob der jemals hier so stand, als das Ding mal bezogen war, weiß man nicht. Das ist für mich so ein bisschen obdachlosen Ding hier, glaube ich. Weiß ich nicht. Toilette? Ja. Puh, ey. Viele Pizzakartons. Ich würde sagen, hier haben Jugendliche drin gechillt. Oder, ja, ein Obdachloser drin gehaust. Leer. Mhm. Guck mal, hier ist ja schon so das erste Anzeichen für Bauprüfung. Guck, wie schräg der Stein da drin ist. Mein Gott. Guck mal hier. Das ist nicht so alt. Das ist nicht so alt. Ich hab schon alles getan. Warte mal. Ich habe eine Lampe aus der Lampenfabrik gefunden. Im Team? Nein. Doch, tatsächlich. Das, das ist so ein Ding. Guck mal. Ja, die hat man zurückgelassen hier schön. Ich gehe mal eine Etage höher. Ja, guck mal, hier oben siehst du auch schön. Hier ist es auch so. Ja. Guck mal hier. Ja, das sind Selbstentrisse. Deswegen haben die das leergeräumt hier. Meinst du, das haben die leergeräumt, weil die das Ding abreißen oder weil es zu gefährlich ist? Einsturzgefährdung. Wir sind hier drin. Das ist doch die 90er-Geschichte. Und riecht nach Schimmel. Hier haben ältere Leute auf jeden Fall gewohnt. Du riechst wirklich noch in der Luft so ein bisschen den Oldschool-Look. Ja, und du hast eine Holzdecke. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Die Decken habe ich ja ultra lange nicht mehr gesehen. Das ist Styropor, ne? Hier? Ja. Boah. Das waren mal so 80er, ne? 80er, 90er. Ich würde sagen 90er, so von der Farbe auch 90er. Das sind so Styroporplatten, so für so 50, 50, 60, 60. Die klebst du dann oben an der Decke, ne? Ultra schäbig, früher der Knaller, heute super hässlich. Aber hier riecht es auf jeden Fall, hier sind ältere Leute gewesen, hier wurde gequalmt. Das kann man auch schön sehen hier. Riecht wie eine Kneipe und das sieht auch dementsprechend aus inzwischen der Teil hier. Junkers, der ist gar nicht so alt, die Technik, oder? Hier mit dem Ding jetzt? Von wann ist das denn? Aufbau, Kesselinspektion, 2011. Das ist doch schon ein bisschen alt, ne? Ja, ist doch schon ein bisschen was älter. Ist jetzt noch ein bisschen low, ist jetzt langweilig, hier ist nichts mehr drin irgendwie. Das ist ein bisschen schade. Oh, der Bad hier, da kannst du noch Schach spielen unten auf dem Boden. Hängt super, oder? Zum Duschen? Stell ich mir gut vor, wenn du deine Badewanne legst und dann was das Ding da so drüber. Aber doch, tatsächlich schöne Buden, ey. Wirklich, finde ich cool. Schöne kleine Terrasse dran. Komisch. Wir haben einen riesen verwilderten Garten in dem Bereich. Wir haben hier unten so ein paar Tannen stehen. Wir haben da hinten ganz am Anfang. Habt ihr vielleicht gesehen, so ein paar Matratzen, die man rausgeräumt hat? Und das Ding steht halt, wie gesagt, direkt in der City. Die Frage ist, Wohnraum in der City super beliebt definitiv. Warum hat man jetzt hier nicht weitergemacht? Was ist hier der Plan der Pläne? Alles gut. Was macht da oben Schalter? Der ist doch selbst gebaut, oder? Ja, sicher. Guck mal, da ist doch ein Ding jetzt dran. Ja,
Ja, klar. Eine Schraube. Aber guck mal auf die Idee, da so eine Kohle hat. Und vor allen Dingen finde ich diesen Toilettensitz sehr interessant. Der Toilettensitz ist ja ein absoluter Gekehr. Ja gut. Schön. Hast du ein bisschen Urlaubsfeeling? Mhm. Bußgeld gescheut. Schulamt für die Stadt Essen. Was? Schule? Schulamt für die Stadt Essen. Was ist denn, was für ein Bußgeld denn? Bußgeld 200,75 €. Weil das Kind nicht zur Schule gegangen ist? Sieben Tage den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes. Ja. An der Hauptschule zu tragen. Der Dachboden. Der ist leer und kochend heiß. Die Lampe. Die ist auch aus der Lampenfabrik. Scheiße. Wie sieht die geil aus, ne? Cool. So ein Mini. Goldminen-Schirm hier. Explosionsgeschützt natürlich. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ein alter Fernseher. Aber sonst ist hier nichts drin. Aber wir haben glücklicherweise noch ein paar andere Häuser, die hier frei stehen. Ofen haben wir gar nicht gesehen unten. Nö. Ach ja, stimmt, ist eine Gastherme drin. Deswegen hingen ja auch diese Junggas-Dinger dran. Ich würde sagen, Haus 2 oder 3? 2. 2. Oder findest du da was? Ja. Also hier war die Wäsche auf jeden Fall schnell trocken. Das sag ich dir, ey. Das ist ja so heiß hier oben. So wie ein Trockner eigentlich, ey. There is a picture. The old picture. Geh weiter, nächste Haus. Hoffentlich sehen wir noch mal irgendwie ein bisschen was. Ich sag mal, das riecht jetzt auch nicht so super muffig, ne? So wie halt klassische Wohnungen riechen. Das ist jetzt noch relativ frisch. Oh, Nudeln. Oh. Bock auf Nudeln? Nee, wollte nicht. Okay. Das ist natürlich die Frage, die ich mir stelle. Was hängt da draußen für ein Zettel dran? Nicht mehr bewohnbar oder sowas? Weißt du? Nee, glaube ich nicht. Das machen die nicht. Nee, da ist irgendwie was. Oh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall komisch, dass hier immer noch die Briefe reingeworfen wurden. In dem Ding. Und hier keiner irgendwie einen Nachsendeantrag gestellt hat. Jetzt gehen wir nochmal in den Keller. Gut, Gasthermen, habt ihr oben gesehen, sind diese Junggas-Dinge. Das heißt, wir haben hier unten quasi keinen Ofen mehr. Der Keller ist unspektakulär auch leer. Ich würde sagen, Gebäude 2 ist spannend. Komische Kiste, Leute. Richtig komische Kiste. Verstehe ich nicht ganz. Wir waren jetzt in diesem Bereich. Jetzt gibt es da nochmal einen Bereich. Da können wir nochmal gucken gehen. Aber so wie das aussieht, ist alles komplett leer gerüpft hier. Da haben wir zwei alte Fahrräder stehen. Und hier haben wir einen großen Garten, der auch wirklich eigentlich gar nicht schlecht ist. Komm, ich würde mal gucken, willst du mal eben annehmen? Ich gehe mal einmal auf die Fensterbank und guck mal da oben rein, ob da irgendwie was Spannendes passiert. Komplett Kern. Saniert, würde ich schon fast sagen. Nee, komplett entkernt. Also hier passiert nichts mehr. Entweder ist das Gebäude jetzt genauso wie das andere oder eben nicht, ne? Weil hier ist auf jeden Fall die Tür zu. Hier kommst du nicht weiter. Komische Konstellation. Ist denn da oben noch was drin? Das sehe ich natürlich von hier unten nicht. Aber ihr könnt es jetzt sehen. Wahrscheinlich ist jetzt die übelste Ausstattung noch drin. Aber keine Ahnung. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen. Oh. Wird das Verankerung gerissen haben? Nee, auch leer gemacht. Leider nein, leider gar nicht. Leider langweiliges Video heute wahrscheinlich. Was sag ich denn jetzt hier? Matratzen gefunden oder was ist hier los, ey? Eine Leopardenmatratze liegt hier noch oben, da liegen noch ein paar Stühle. Bisher haben wir aber nicht mehr gewonnen irgendwie. Ich habe jetzt gedacht, das ist die übelste eingerichtete Hütte. Aber ich glaube, da kommen wir zu spät. Nimm da einfach die Tür hier. Puh. Oh, die ist sowas schön, ey. Mit der Wand. Das sieht sich gut aus. Ich sag da ganz nichts. Gut. Noch alles gleich hier vom Bad. Übrigens kein Wagen. Ja, ich hab hier eine Lampenfabrik gekauft. Hey, wie geht denn das jetzt? Ist das eine Wohnung oder was? Ich glaube also. Jo. Boah, ist die schäbig, aber in der Nähe schon drin. Ach du Scheiße. Ja gut. Ich würde sagen, ohne jemand wieder zu nahe zu kommen, Gold, wahrscheinlich kalt, weißes Licht. Ja. Ja gut, ist orientalisch, jeder so wie er möchte. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, aber wir haben auf jeden Fall schon wieder so ein paar Briefe. Hier ist die fließende Farben vom Teppich direkt hoch zur Lampe. Das ist schon mal Feines, ne? Das ist zwar total glatt gelatscht. Hier war es wahrscheinlich Schlafzimmer und ich sehe Schimmel. A little bit Schimmel in the Ecke of the house here. Now.
little bit sauer gewesen hier, der Herr, der Dame, die hier gewohnt hat. Oder nachträglich passiert. Interessante Konstruktion hier. Das heißt, sie haben hier komplett rumgemacht und dann hier geduscht oder wie? Ja. In den Kasten rein. Ob das jetzt auch so. Sieht doch aus, guck mal her. Ja. Das ist doch nicht zulässig, oder? Du kannst doch nicht mit der Dingens da, mit dem Wasser und den Stromkasten duschen gehen. Nein, normalerweise. Das könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare anschreiben, ich könnte mich gerne verbessern. Ich meine, dass da mal so ein kleiner Durchlauferhitzer hängt oder so, ist eher nachvollziehbar wie dieser mega fette Riesenblock, der mit Strom versorgt ist und du stehst in der Dusche, bist klatschnass, das Wasser strahlt auf den Kasten und du kriegst einen übelst weggepflastert, bis dir kein Hut mehr passt. Also das ist... Weiß ich nicht. Also ihr könnt mich gerne verbessern, was sagst du? Ist nicht zulässig. Das, auf gar keinen Fall. Vor allem auf bei dem anderen. Du stehst aus der Badewanne auf, das ist erstmal den Kasten von Pfirsich. Dann weißt du auch, was du getan hast. So, auf jeden Fall für heute noch mal besser. Moment, erst schon mal anfangen. Ich würde sagen, es geht eine Etage höher. Und hier haben wir tatsächlich noch zwei Stühle stehen. Wir haben viele Zigarettenkippen und wir haben ein paar Snickers-Pakete unter diesem Stuhl. Oh, Wasserschaden sehe ich. Und Delfin-Tapete. Ey. Also wenn du jetzt schlagartig müde wirst, du kannst nicht zudecken, ne? Nee, aber ich bin gerade, ich krieg Augenkrebs bei dem Badezimmer hier. Schön, ne? Da hast du Bock drauf. Das ist wieder das Ding. Alter, Peter, wir sind doch das Kinderzimmer, oder? Damit habe ich jetzt auch gerechnet. Da ist das doch kein Wunder, dass du Durchfall kriegst den ganzen Tag, ey. Die Rohre mit Holz, da ist die verdeckt. Hör auf, ey. Ich glaub das jetzt hier nicht. Was ist das denn? Das ist doch ein Schwarzbau. Hier hängt die Dusche. Der Kasten läuft voll mit Wasser. Du stehst in dem Wasser. Ne? Leute, nochmal zum Nachvollziehen. Du kriegst da so eingepflastert, dir passt kein Hut mehr. Das war für dich, du bist raus. Dann brauchst du auch keinen Föhn mehr, den kannst du auch noch eigentlich direkt unten reinlegen, weil das ist genauso gefährlich, das zu tun. Das verstehe ich jetzt hier nicht. Vielleicht hat man sich gedacht, komm, wir rüsten mal eben so einen kleinen Boiler nach. Der hängt ja nicht im Weg. Da haben die den Anwohnern ja auch gesagt, das ist ein kleiner Boiler, den packen wir da eben rein und dann ist das Thema durch. Und dann... Liegst in der Badewanne ein spannendes Haus mit dem Kopf dagegen. Bist du raus? Ja gut, Leute. Man kann nicht immer die krassesten Location haben. Ich habe mir gedacht, trotzdem ist es eigentlich mal so ein Video wert, so ein kleines Low-Video jetzt am Freitag. Ich will sowieso tatsächlich ein bisschen weniger Lost Places machen, weil ich mich ein bisschen mehr in der nächsten Zeit auf meine Fahrzeugprojekte beschränken werde, weil ich habe super viele Projekte da stehen und ich als YouTuber habe irgendwie mehr Autos wie Zeit und das ist echt so das Problem, weil ich da nicht vorankomme. Deswegen seid mir nicht böse, wenn jetzt vielleicht in Zukunft noch ein Video die Woche kommt. Ich versuche natürlich zwei hinzubekommen. Nur problematisch ist halt, weil viel liegen bleibt und ich einfach nicht mehr hinterherkomme bei der ganzen Geschichte. Deswegen gibt es auch nicht immer die spannendsten Locations. Gut, kann man vorher nicht sehen. Wäre natürlich geil gewesen, wenn hier noch was drin gewesen wäre. Wie gesagt, vielleicht gibt es Zuschauer, die hier gewohnt haben, ausgerechnet auch in dem Haus, vielleicht ihre Wohnung gerade wiedererkennen. Würde mich echt interessieren, wieso ihr hier ausgezogen seid. Weil das finden wir irgendwie nicht raus. Wir haben viele Unterlagen, die zurückgeblieben sind, aber wir haben nicht wirklich den Plan, was hier passiert ist. Soll das Gebäude umgebaut werden? Soll es nochmal komplett von Grund auf erneuert werden? Oder sagt man einfach Abriss und Neubau? Hier war ich noch nicht. Was ist hier? Genau. Erklär mal, wie man da gepusht hat. Sich in die Ecke gestellt. Also wir können es ja rein optisch mal darstellen. Komm, ich gebe dir mal die Kamera. Haben wir noch eine Armatur für eine Dusche? Nö, haben wir nicht. Aber wir würden uns ja theoretisch hier rein. Du hast doch die Duscharmatur da, den Brauseschlauch mit. Ja, aber gut, du hast ja keine Wandhalterung. Aber ich sag mal theoretisch, ich bin jetzt schon auf der Schräge. Ich würde hier stehen und so machen. Oder was? So, vielleicht auch so, keine Ahnung, was man so macht. Vielleicht auch so. Drehst dich um. Krass. Das kann auch sein, dass du vielleicht einen Duschvorhang hattest, der so schräg drüber ging. Weißt du? Dass du vielleicht so geduscht hast. Das kann auch sein. Ja, ist auch durchaus möglich. Und dann hast du hier die ganze Todeselektronik drin und dann läuft da Wasser rein und bist reif wie ein Frucht, ey. Also ich glaube, die Bewohner haben sich tierisch gefreut, wenn der Installateur morgens ansteht und sagt, sie kriegen jetzt eine neue Heizung. Die denken sich so, geil, ey, können wir nicht mal wieder duschen und dann pflastern wieder so einen Riesenkasten hin. Das wird auch interessant, das mal. Also ist das so zulässig? Könnt ihr, wie gesagt, unten in die Kommentare reinschreiben. Das ist safe nicht. Also das, nee. Also, Baller Liebe, ey. Da tut der Hauseigentümer mir leid, ne? Der baut sich hier was Schönes zusammen, kauft ein Haus
Und dann kommt die Installationsfirma und setzt den Kasten an. Wäre das jetzt so schwer gewesen, das vielleicht einfach noch da rüber zu setzen? Ich kann dir sagen, warum wir da hingesetzt haben. Weil? Weil direkt neben die Küche ist auch wegen Warmwasser. Ja, der einfachste Weg, ne? Ja. War abkassiert. Kürzeste Weg. Okay. Also ist, würde ich sagen, das ist so eine bezugsfertige Wohnung, ne? Du hättest jetzt hier einziehen können, theoretisch. Würde ich sagen. Keine Ahnung. Wir haben ja Bedienpanel hier von dem Kasten, ist doch schon super. Ne? Nur das Problem ist, dass der Kasten an der falschen Stelle hängt. Zeitung vom 13. Ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Mit diesem kleinen, aber feinen Videoshop bei dem Wetten Hanni vorbei. Gerne, der hat natürlich hier wieder das Ding drin und schaut bei mir vorbei. Wie gesagt, lasst ein Like da, wenn ihr mehr Lost Places sehen wollt. Kann ich mal so einschätzen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Wo kommen wir her? Ach, hier durch eine Haustür irgendwo da hinten. Schreibt was Nettes, wie gesagt, in die Kommentare. Nicht was Nettes reinschreiben, sondern wer könnte hier gelebt haben und warum ist diese Bude jetzt zu? Und ja. Nee, daraus. Und ja, seid nicht traurig, dass heute mal nicht so was Spannendes kam, aber es gehört auch dazu. Ne? Lost Place ist nicht immer gleich Lost Place. Es gibt Buden, die sind komplett eingerichtet. Es gibt halt Buden, die sind komplett ausgerichtet. Aber war trotzdem spannend, gerade für die Heizungsanlage. Bis bald. Ciao.